Ja, hallo, Michael Kurze hier. Willkommen zu diesem fantastischen Video an diesen fantastischen Tag. Hey, lass uns mal Klartext reden. Das beste Online-Business 2021, Geld verdient 2021. Seit 2, 3 Jahren ist mir das aufgefallen, dass dann Leute sagen, hey, 2018 ist Affiliate-Marketing tot oder sonstige Sachen und so. Einfach um so ein bisschen Werbung zu machen für ihre neuen Kurse und so, dass ich total schäbig finde. Deshalb finde ich das mal ganz cool. Was ist so das beste Online-Business 2021? Wir schauen einfach mal. Aber denkt bitte nicht, dass irgendwie so ein Business im Dezember 2020 noch funktioniert oder im Januar 2021 tot ist oder genau andersrum oder so. Das ist natürlich total Blödsinn, aber es wird öfters mal in E-Mails, in Videos oder so oder Werbeanzeigen so verkauft. Also lasst euch da bitte nicht durcheinander bringen. Umso mehr macht es mir Spaß, was andere jetzt denken. Was ist das beste Online-Business 2021? Für mich weiß ich das. Für mich wird es weiter Affiliate-Marketing sein. Und für mich wird das beste Online-Business 2025, 2030 trotzdem noch Affiliate-Marketing sein. Es wird sich natürlich ändern von den Traffic-Möglichkeiten oder so. Aber wir schauen uns mal das Video an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Affiliate Rookies. Ihr habt abgestimmt. Ich hatte nämlich zuletzt einen Community-Beitrag auf YouTube gestellt und hatte dort mal gefragt in die Runde, wer denn daran interessiert wäre, meine Meinung zu hören, mit welchem Online-Business man in 2021 wohl die besten Erfolge hätte. Die Abstimmung hier unten haben zwar nicht allzu viele teilgenommen, aber die teilgenommen haben... 10 Stimmen. Ist doch okay für so einen kleinen Kanal. Also passt. Alle durchweg einstimmig, ja, unbedingt. Möchten Sie gerne wissen. Und zwar dazu jetzt dieses Video. Und zwar bin ich zuletzt auf einen Artikel gestoßen bei Digistore24. Die haben nämlich auch so eine schöne News-Section. Und jetzt... Okay. Der Markt für Online-Kurse wird bis 2022 um das 6-fache wachsen. Alter, wenn ich meine Einnahmen um das 6-fache erhöhe. Die Einnahmen von 2020, diesen Krisenjahr, was das beste Jahr ever war. Letztes Jahr, also 2019, war schon genial bei mir. Jetzt, ihr wisst das, wenn ihr in meiner Telegram-Gruppe seid, wisst ihr das. Link ist in der Beschreibung. Dass ich Anfang Oktober schon so viel verdient habe wie 2019. Trotz Krise, trotz bla 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 und so. Und diese 2 Monate oder 3 Monate, ganzer Oktober, November, Dezember, diese 3 Monate sind noch Bonus obendrauf. Und die waren auch nicht schlecht. Deshalb finde ich das sehr, sehr geil, dass Digistore auch darauf eingeht. Aber okay, die sehen das vielleicht auch so ein bisschen rosa-rote Brille. Die müssen ja auch so ein bisschen sagen, hey, komm, mach ein Konto, verkauf etwas. Die profitieren natürlich mit ein paar Prozent an den Kursen, die über die Plattform verkauft werden. Aber wir schauen mal rein. Hier der Titel, der sagt es auch schon, surprise, surprise, also der Markt für Online-Kurse wird sich bis zum Jahr 2022 um das 6-fache steigern. Ja, das ist natürlich mal eine richtige Hausnummer und auch der Anlass dafür gewesen, dieses Video zu machen. Gerade jetzt zum Thema Corona und Pandemie und Lockdown und so weiter, was uns vielleicht ja noch etwas länger beschäftigen wird, auch wenn dann Anfang nächsten Jahres die Impfungen vorhanden sein sollen, wird es doch wahrscheinlich noch eine Zeit lang eingeschränkt mit dem öffentlichen Leben weitergehen. Insofern umso wichtiger das Thema Online-Kurse oder grundsätzlich das Thema Online-Marketing, insbesondere das Thema Online-Kurse. So, was sagt uns denn jetzt hier dieser Artikelschreiber? Hier grobe Infos, zum Beispiel auch ein bisschen aus der Vergangenheit, die Plattform LinkedIn, wer die nicht kennt, das ist sowas wie, sag mal, Facebook fürs Berufsleben. Also, ganz ehrlich, wenn du jetzt Geld verdienen willst im Internet, bist schon ein bisschen dabei, solltest du LinkedIn können. Auf jeden Fall. Ist eine coole Plattform auch. Ich poste zum Beispiel auch die Videos, die ich hier mache, immer auf LinkedIn.
Es bringt zurzeit nicht ganz so viel, aber ich poste die hauptsächlich, dass ich dann halt einen Link habe, ein bisschen Interaktion habe und so. Ganz entspannt. Aber LinkedIn, da kannst du richtig Business drauf machen. Das ist eine richtig tolle Plattform. Ja. Die haben bereits im Jahr 2015, also schon vor 5 Jahren, einen E-Learning-Giganten Lynda gekauft für 1,5 Milliarden Dollar. Das würden die auch nicht tun, wenn sie da langfristig keinen Erfolg sehen würden. Ne? Das Forbes-Magazin hat gezeigt, dass man wohl im Jahr 2018 rund 46 Milliarden Dollar in den Bereich Online-Kurse umgesetzt hat. Und hier noch eine Vorausschau aus dem Jahr 2017. Der weltweite E-Learning-Markt wird sich bis 2022 voraussichtlich 275,1 Milliarden Dollar ausweiten. Also Das ist jetzt weltweit. Okay, ist natürlich der englischsprachige Raum ist halt echt so ein Milliardenmarkt, ne? Wie viel bleibt da in Deutschland übrig? Keine Ahnung. 20, 30 Milliarden vielleicht? Ja. Da könnte man sich doch einen Kuchen abschneiden, oder? Was sagst du dazu? eine unfassbare Größe an Geld. Und daher sollten wir versuchen, uns vielleicht in von diesem großen Stück, von diesem Kuchen ein großes Stück abzugreifen. So, hier noch ein wenig weiteres Hintergrundwissen. Ich verlinke euch auch den Artikel hier unter dem Video. Wer Interesse hat, kann sich den gerne nochmal komplett durchlesen. Hier nochmal ein paar schöne Gründe, warum das überhaupt so ist. Also ein Grund für die Nachfrage nach Online-Kursen ist der Wunsch der Menschen, ihr Leben positiv zu verändern. Hier sind so ein paar schöne, ja, Bullet Points. Ne? Man lernt also nicht in der Schule, wie man zum Beispiel seine Finanzen verwaltet. Man lernt nicht an der Uni, wie man seine Karriere aufbaut, sich in der kooperativen Politik zurechtfindet. Man lernt aber auch nicht, wie man seinen Lebenspartner findet und wie man dann Beziehungskrise und Konflikte meistert. Das sind auf jeden Fall Finanzen, das Thema überhaupt, Lebenspartner, Beziehungen und so, auch tolles Thema für Coachings. Für ein normales Coaching, für einen Videokurs oder so. Auch Karriereaufbau, natürlich. Also alle drei diese Themen sind auf jeden Fall Megamärkte. Auch für dich als Affiliate, wenn du Affiliate Marketing machen möchtest, Affiliate Portal, was ist das hier? Ist das Börse Online oder Börse Finanzen.net oder so? Ja, der ist ja, glaube ich, auch mit seinen Seiten an der Börse. Wie viel der mit Affiliate, ich habe das vor ein, zwei Wochen mal mitbekommen, wie viel diese Online-Portale mit Affiliate-Einnahmen generieren. Also die machen mittlerweile nicht mehr über Werbung schalten so viel, sondern wirklich über Affiliate-Einnahmen, weil die Sachen vorstellen und so. Das sind richtige Affiliate-Player. Ja, da kann ich dir einfach nur sagen, Jetset Affiliate-System, wenn du es lernen möchtest. Aber innerhalb von Online-Kursen lernt man das schon. Und wer die Plattform Digistore kennt, ich meine, da gibt es ja zu jedem dieser jetzt hier genannten Themen umfassend viele Kurse und damit ja nicht genug. Ja, es geht ja auch weiter. Zum Beispiel, hier geht es nochmal, wenn du ein Fachexperte bist, kannst du natürlich Online-Kurse erstellen. Zum Beispiel, du bist jetzt Anwalt, ja, und bist total gut da drin, dann kannst du natürlich auch einen Kurs über rechtliche Dinge machen. Oder du kennst dich total. Das weiß ich nicht, ob du das als Anwalt darfst. Ja, also das ist so ein bisschen, keine Ahnung, ob du da nicht haften musst, wenn du etwas da erzählst, was Bullshit ist, weil jedes Gericht kann ja morgen anders urteilen. Und es ist ja so, dass ein Gericht in Köln nicht unbedingt die Meinung vertreten muss von Gericht in Düsseldorf oder so. Und du gehst mit einem in der gleichen Sache dorthin und einen gewinnst du, einen verlierst du. Schon öfters von Rechtsanwälten gehört. Also, ja, mal schauen wir mal. Gut mit moderner Technik aus, darüber, sei es hier die Bedienung von einem iPhone beispielsweise, ja, da könntest du einen Kurs drüber machen oder du kannst. Also jetzt, wenn du am Anfang der Krise im Februar, März einen Kurs hattest über Zoom, über die Software Zoom, dann kann ich dir sagen, und du hast das gut vermarktet, hast du den tausende Mal vielleicht verkauft, weil so viele Leute wollten Zoom lernen, wie sie mit der Software Videokonferenzen machen und so. Da hast du etwas verpasst. Wenn du da einen Kurs schon hattest, Anfang des Jahres, und hast das Ding nicht verkauft oder so, hast du echt was falsch gemacht. Muss ich einfach so sagen. Okay, schauen wir mal weiter. Irgendein Handwerk gut, ja, stricken, nähen, sticken, weiß der Teufel was, all das würde sich dazu eignen, einen Online-Kurs zu machen.
also selbst herzustellen, hier oder hier zum Beispiel, ne, wenn ihr Babys habt oder Kinder hattet und somit. Ein Kurs, wie man Babys macht. Das wäre doch mal was. Also wenn du noch Model brauchst, hier, ja, ich habe Zeit. Jetzt mittlerweile Experten seid, wie ihr schreiende Babys beruhigen könnt und zum Schlafen bringt. Schüttel nicht das Baby. Ne? Und die Bertha von Two and a Half Men sagt immer, hinfallen lassen. Wenn du einmal ein Baby fallen lässt, bist du halt verrufen als Baby-Hinschmeißer oder ja, Spaß. Aber das Thema Baby, Babyschlaf und so, das ist so das Standardthema. Und das Lustige ist, es verdienen so viele Leute daran Geld, weil das auch ein Problem ist. Ne? Wenn du ein Elternteil bist und Baby schläft nicht, dann gibst du auch 20 Euro, 50 Euro für einen Ratgeber aus. Also, ja, sehr interessantes Thema. Auch das würde sich dazu eignen, weil es gibt sehr viele Leute, die entweder ein gleiches Problem haben oder eben Interesse haben, sich einfach weiterzubilden in diversen Themen. Ne? Also ja, oder wenn du ausgewandert bist. Oh, das ist ein cooles Thema aus. Das ist mein erstes Digistore-Produkt, was ich verkauft habe. Also 5 Jahren Flaschensammler, das kennst du ja alles. Dann halt die ersten Einnahmen, Amazon, eBay und so gute Einnahmen. Und dann habe ich mich ja echt schwer getan mit anderen Partnerprogrammen. Und das hat echt ein bisschen länger gedauert. Und die ersten Sachen waren Auswanderer-E-Book nach Spanien. Das habe ich zwei, dreimal innerhalb ein paar Tagen verkauft oder an einem Tag, ich weiß es gar nicht mehr, einfach mit ein paar Postings in Auswanderergruppen oder Deutsche in Spanien, Deutsche auf Mallorca und mehrmals verkauft und das war dann mein Durchbruch bei den digitalen Affiliate-Sachen. Ja, es ist jetzt Geschichte, aber das ist sehr, sehr lustig, oder? Ja. Dann kannst du vielleicht für die Auswanderung nach Amerika anderen Leuten einen Leitfaden mit an die Hand geben, woran sie sich halten müssen und so weiter und so fort. Ja, und ich möchte auch mal auch ein Beispiel geben, wenn man quasi einen Kurs, einen Videokurs beispielsweise dann aufgebaut hat. Hast du Videokurse? Komm, wir gucken mal einfach mal. Sieht jetzt nicht so aus, ne? Ich habe ja mehrere Videokurse. Also, wenn ich dich coache, wie du dein eigenes Infoprodukt machst, das ist nochmal etwas anderes, wie jemand, der keine Videokurse hat. Übrigens, schreib mir auf Instagram, wenn du so ein Coaching haben willst, wie du dein eigenes Infoprodukt aufbaust. Da kommt bald ein Coaching raus, wie du das echt so in 8 Wochen von der Idee bis zum fertigen Kurs, ich begleite dich 8 Wochen und wir haben dann halt dein eigenes Infoprodukt, was du dann halt hunderte Mal, tausende Mal verkaufen kannst. Ja, einfach auf Instagram schreiben. Wie simpel das dann eigentlich ist, diesen zu vermarkten. Ja? Und zwar bin ich da auf einen Kanal gestoßen, und zwar nennt er sich Packmam Sports, den verlinke ich euch auch nochmal unten drunter. Gerne auch abonnieren. Der Inhaber dieses Kanals heißt Marek und er beschäftigt sich viel mit Kampfsport und ja, hat auch einen relativ großen Kanal, ne, mit 73.000 Abonnenten. Und er hat auch diverse Selbstverteidigungskurse, aber als Online-Kurse hergestellt und vermarktet die relativ erfolgreich. Und zwar wie folgt. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, ja, wie denn Kampfsport, das macht man doch im Verein oder in der Gruppe und so weiter. Ja, grundsätzlich schon. Allerdings jetzt auch wieder zu Lockdown-Zeiten beispielsweise haben die ganzen Kampfsportschulen und so weiter ja geschlossen. Also hat er sich gedacht, er macht jetzt ein paar Kurse, die man eben auch insbesondere allein zu Hause und sogar ohne Partner durchführen kann. Sehr geil, oder? Also, wer jetzt im Lockdown kein Geld verdient hat mit Online-Business oder so, da machst du etwas falsch. Schreib mich auf Instagram gerne an, schick mir eine Sprachnachricht, wo deine Probleme sind im Marketing oder im Online-Marketing, Affiliate-Marketing, Business aufbauen und so. Vielleicht kann ich dir da helfen. Aber ja, es war so einfach, Kohle zu verdienen mit jedem Thema während des Lockdowns und so. Es war einfach. Und ich habe mir die Kurse geholt, weil ich bin auch Kampfsport interessiert, muss ich dazu sagen. Und die sind wirklich gut und eignen sich tatsächlich hervorragend für ein Einzeltraining zu Hause. Aber wie geht er jetzt nun vor? Das heißt, er hat hier diesen großen Channel und veröffentlicht,
in regelmäßigen Abständen, wie ihr hier sehen könnt, Videos. Da geht es dann immer, ihr reagiert auf zum Beispiel irgendwelche Vorkommnisse aus den Nachrichten oder auf irgendwelche anderen Videos, wo zum Beispiel ein Türsteher, so ein Aggressor dann umnockt beispielsweise und so weiter und so fort. Und weist dann dabei immer darauf hin, wie wichtig es doch ist, sich selbst verteidigen zu können. So. Stimmt. Hat er recht, oder? Das ist in jedem Video mit drin. Und unterhalb der Videos hat er dann ganz simpel einfach hier einen Link zu seinem Online-Shop sozusagen einfach reingebaut. Mal gucken, ob er das zeigt, sonst gucken wir uns das mal an. Wo dann eben die Zuschauer sich eben für die Kurse oder die Kurse runterladen können. Jetzt gehen wir mal kurz auf seine Seite. Okay. Das ist eine ganz schön gemachte Seite. Jetzt hat er hier gerade sogar einen Black Friday Sale drin. Und ich will jetzt auch gar nicht drüber reden, ob man jetzt die Verkaufsseite noch verbessern könnte oder nicht. Ne? Normalerweise sagt man ja auf einer Salespage, da sollte auch nicht so viel hier oben noch zum Klicken sein, sondern ausschließlich halt die. Das ist ja keine Salespage, das ist ja die komplette Webseite. Ah, okay, anderes Thema. Möglichkeit zum Kaufen bestehen. Völlig egal ist in dem Fall, es ist relativ simpel gehalten. Und hier sind seine Kurse alle. Er hat diverse Kurse gemacht. Hier gibt es ein All-in-One-Paket mit mehreren Teilen von diesen Kursen. Verschiedene Arten vom Kampfsport hat er: Stockkampf, Selbstverteidigung waffenlos oder auch mit dem Messer oder auch generell einen Fitnesskurs. Hier ein Mentaltraining vom Opfer zum Sieger werden und so weiter und so fort. Okay, aber interessant. Aber wenn die Leute, dann macht es gar nicht verkehrt. Also. Weil das ist ja nochmal etwas anderes wie eine Sales-Page oder so, sondern er hat den Traffic von YouTube und sagt, hey, komm auf meinen Shop und dann, ja, also finde ich sehr, sehr gut eigentlich. Selbstverteidigung für Kinder und Jugendliche, auch interessant jetzt vielleicht für Eltern, ne? Und auch sein neues E-Book preist er hier an. Und das ist im Hintergrund dann verknüpft über Digistore24 tatsächlich. Das heißt, wenn man jetzt hier kauft, dann findet die Zahlungsabwicklung über Digistore24 Digistore24 statt. So, und das war es eigentlich schon. Das heißt, er macht einen YouTube-Channel auf, er macht Videos über das Thema, verlinkt unter dem Video hier auf diese Sales-Page. Und er wird sich doof und dusselig verdienen, ne? Und hat da im Hintergrund halt bei Digistore24 die Produkte quasi hinterlegt und bietet sie hier zum Kauf an. Das ist schon das ganze Geheimnis. Also relativ simpel. Also Traffic generiert er auch komplett kostenlos über YouTube. Das heißt, die Zuschauer, die seine Videos schauen, die kriegt er ja völlig umsonst, einfach weil es Leute sind, die interessiert, was er dort macht. Das heißt, er gibt auch kein Geld hier großartig aus für Werbung und so weiter. Ne? Genial, oder? Gratis-Traffic, ich liebe Gratis-Traffic. Jemand, der sagt, du kannst nur über PPC Geld verdienen und so, vergesst diese ganzen Leute. Also, und das Erstellen der Kurse als solches, Videos aufzunehmen mit Übungen, kostet zwar enorm viel Zeit, Und auch Nerven wahrscheinlich, allerdings nicht wirklich viel Geld. Und daher hier auch. Er wird nicht viel Zeit und so, er zeigt das auch sowieso, er braucht nur sein Training aufnehmen. Und dann ein bisschen zusammenschneiden oder so. Aber eigentlich, wenn er ja sowieso eine Schule hat oder so, er braucht einfach so seinen Alltag aufnehmen. Die Übungen, die Aufwärmübungen mit seinen Schülern nimmt er einfach auf. Und ja. Schon ist es fertig. Ne? Oder der sagt, hey, ich mache ein Privatcoaching, ich nehme das Privatcoaching auf und verkaufe die Videodateien. Also das ist gar nicht so umständlich. Wenn du auch so etwas willst, schreib mich an über Instagram, ganz einfach. Ein ganz großer Tipp an euch, macht das ruhig mit irgendwas, was ihr gut könnt. Wir haben ja vorher ein paar Beispiele gesehen. Schnappt euch euer Handy, seht zu, dass vielleicht die Lichtverhältnisse ganz gut sind. Vielleicht kauft euch noch ein kleines Mikrofon oder so, dass die Tonverhältnisse noch gut sind. Und wenn ich einen schwarzen Hintergrund habe, habe ich die Lichtverhältnisse echt kacke bei meinen Videos jetzt gerade. Ich weiß auch nicht warum. 2-0 Strahler, eigentlich sind die gar nicht so schlecht. Was soll ich machen? Dann kann es auch schon losgehen. Der Kurs muss ja dann auch nicht, wie soll ich sagen, 10, 12 Stunden lang sein, in Summe mit 40, 50 Videos, sondern es reicht vielleicht auch schon ein fünfteiliger Kurs mit 5 Videos à 10 Minuten über ein bestimmtes Thema. Da fällt mir ein, Ben. Ihr vielleicht sogar tatsächlich Interesse hättet, das würde mich mal interessieren, wenn ich einen Kurs erstellen würde, über zum Beispiel Online-Geld verdienen oder Affiliate-Marketing oder sonst was, wer würde bereit sein, den zu kaufen? Würde ihn einer von euch kaufen? Schreibt es mir mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren.
So, und dann. Ich kaufe ihn nicht. Ich habe mein Jetset Affiliate System. Mein Jetset Affiliate System sollte so geil sein, dass ich das selbst gekauft hätte. Und jeder, der mein Jetset Affiliate System gekauft hat, bekommt ja gratis Updates lebenlang. Ist das geil? Das ist geil, oder? Deshalb also. Dann würde ich euch auch noch was zeigen wollen. Es gibt ja auch diverse Online-Anbieter, über die man eben diese Kurse, sich solche Kurse auch herstellen kann. Unter anderem gibt es den auch von Builderall. Ihr wisst, ich bin ja auch Builderall-Kunde. Das ist so eine All-in-One-Marketing-Plattform, über die man Webseiten herstellen kann, Funnel bauen kann, E-Mail-Marketing betreiben kann. Videos könnte man hier hosten und weiß der Teufel was noch alles. Auf jeden Fall kann man auch Online-Kurse erstellen. Und ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video ein wenig weitergeholfen hat. Okay, das Video ist in ein paar Sekunden Ende. Es ist eine tolle. Ich habe mir ein bisschen mehr vorgestellt, ne? So die besten Online-Business, ja, 2021. Ja, der Anfang, wo er dann halt das Formular hatte von Digistore. Ja, da sind echt geile Tipps dabei. Und dann war es halt so ein bisschen langwierig und ein bisschen langweilig. Da, am Ende dann nochmal mit der Boxschule. Das ist einfach ein Mörderthema, ne? Du machst Gratis-Content, du kannst auf YouTube noch Geld verdienen und vermarktest deine eigenen Produkte. Mega geil. Von mir kommt ein YouTube-Coaching raus, nächstes Jahr. Da kannst du mich auch auf Instagram anschreiben, wenn du für das YouTube-Coaching, Interesse hast. Mein Name ist Michael Kotzur. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Wir sehen uns in diesen beiden Videos.